Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Digimon World 2003 mit mir, Enogard. Das letzte Mal habe ich mich jetzt wieder ein bisschen zurück in das Spiel gefunden, haben ein paar Runden Karten gespielt und jetzt wollen wir mal ein bisschen mit der Story weitermachen, denn die haben wir lange genug aufgehoben, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen jetzt Gilmon finden, welcher sehr praktischerweise direkt hier im oberen Stockwerk ist und ihn direkt nach der blauen Karte fragen. Hä? Blaue Karte? Ach, das Gondelding! Ich hab sie leider nicht, aber mein Cousin, ja. Er hat gesagt, er ging nach Cyro City. Aber er hatte Hunger, wird wohl irgendwo was essen. Das heißt, er wird wahrscheinlich in der Gaststätte zwischendurch stehen geblieben sein. Dann schauen wir mal direkt in die Gaststätte zwischendurch. Wie ist die Forest, also die Waldgaststätte? Der Weg dahin dürfte ja nicht zu schwer werden. Hier ganz viel wird geladen. Ja, ich merke schon. Ich merke schon, was ich das nächste Mal hätte anders machen sollen. Aber ich muss mich ja auch erstmal wieder langsam reinfinden. Es wird... Also ich versuche jeden Tag eine neue Folge rauszubringen. Es kann aber durchaus sein, dass auch mal ein Tag jetzt lang nichts kommt. Oder auch zwei Tage. Oder auch eine Woche. Ich will es aber auf keinen Fall wieder so lange vor mir herschieben. Oder so lange nichts mehr erscheinen lassen. Ich werde die Folgen aber relativ kurzzeitig immer aufnehmen. Das heißt, die sind dann so... Ich dachte gerade, hä, was für ein Digimon ist das? Aber es ist ja unseres. Das ist Rosemon. Und an Technik kann das jetzt nicht viel außer Airblast, aber Rosemon sollte das Kunemon auch so besiegt kriegen. Ja, ohne Probleme. Ja, 942 reicht so gerade eben aus, würde ich sagen. Ja, dafür braucht Rosemon auch deutlich mehr Erfahrungspunkte zum Stufenaufstieg als die anderen Evolutionen, weil Rosemon schon ein Digimon der Stufe Mega ist, wenn ich mich gerade nicht komplett irre, aber ich meine, ich liege komplett richtig. Bin ich mir ziemlich sicher gerade. Wo war ich stehen geblieben? Nicht jeden Tag eine Folge immer kurzzeitig aufnehmen. Immer kurzzeitig aufnehmen, so dass die Folgen dann meistens so bis zu zwei Tage vorher erst entstanden sind. So kann man auch gegebenenfalls kurzfristig noch auf irgendwas reagieren. So, ein Kuwagamon, also wenn wir 942 Schaden gemacht haben gegen das Kunemon, sollten wir das auch ziemlich schnell besiegt kriegen. Das sollte jetzt nicht mehr das größte Problem sein, nee. Ja, man sieht, dass Forsttrainieren hat sich gelohnt, damit wir hier jetzt nicht einfach immer überstehen bleiben müssen. Nee. Das dauert dahin auch noch ein bisschen. Ja, oder wir bleiben doch jeden zweiten Schritt stehen, weil wir ständig angegriffen werden. Aber Patamon klärt das hier alles. Von daher ist es kein Problem. Haben wir gerade eben auch schon 942 oder hat sich das variiert? Ich meine, es macht immer den gleichen Schaden, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen variiert, aber ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. So, aber dann sind wir hier jetzt auch schon in der Waldgaststätte. Sagt man Waldgaststätte? Müsste Waldgaststätte heißen eigentlich. So, und hier muss dann irgendwo Gilmon. Da ist Gilmon. Was? Du suchst die blaue Karte? Habe ich nicht. Die hat ein anderer Gilmon. Wow. Ich glaube, in Cyro City. Ja, super. Hätten wir gar nicht hier abstellen. Nee, hätten wir gar nicht hier hingehen müssen. Naja, egal. Dann schauen wir uns das mal direkt an. Direkt an. Gehen wir mal lieber direkt dahin, statt uns das anzuschauen. Wir wollen ja neue Gebiete erkunden. Und ja, wenn das so läuft, dann schaffen wir auch in der Runde auch das nächste Gebiet noch in dieser Folge das nächste Gebiet zu erreichen. Man sieht, ich muss mich noch ein bisschen mehr daran gewöhnen. Aber dafür sind wir gut durch diese Karte gekommen eigentlich. Ein Metamon, wir können ja aber... Ich hab ja letzte Folge auch von geladenen Techniken geredet. Das ist zum Beispiel hier die grün geschrieben. Das sind Airblast und Small Heal. Der Unterschied zu nicht geladenen Techniken ist, die sind halt auch etwas teurer. Das heißt, wir besitzen nicht selbst. Das heißt, wir müssen so geringen Aufpreis an MP zahlen.
aber ich setze es einfach mal ein, weil wir haben mehr als genug MP, weil wir halt schon weit drüber sind. Über dem eigentlichen Level, was hierfür geplant ist. Da sieht man auch, dass immer eine Powerladung, die ist immer praktisch. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht mit den normalen Items, ob ich da genug habe von. Weil in den Level-Sessions brauchte ich halt nicht viele verschiedene Items. Da habe ich auch sehr viel an halt einem Betamon trainiert, weil die halt die ganze Zeit die Powerladungen droppen. Was sehr praktisch ist, weil man dann halt allgemein seltener in die Stadt zurück muss zum Heilen. So, wir suchen jetzt. Ja, der wird wahrscheinlich auch hier in der Gaststätte sein, nicht im Turm. So, Gilmon, wo bist du, Gilmon? So, im C4-Turm. So, die suchst du immer noch deine Freundin? Ja, die sucht immer seine. Ja, also, ja, wenn man sein Spiel so verbringen möchte, kann man das machen. Da ist Gilmon. Trick Gilmon. Blaue Karte? Habe ich. Willst du sie? Hier hast du sie. Yeah, ich habe eine Karte. Das ging ja easy. Aber wir müssen natürlich erstmal bis nach Azuka City dahin zurück. Ich will mal gucken, was verkauft der für Karten. Ich glaube, der verkauft sogar die Devimon Beschwörkarte, wenn ich mich gerade nicht irre. Nein, ich irre mich, okay. Die Vitramon verkauft, okay. Nee, die sind nicht so gut. Hat überlegt gehabt, ob ich die kaufen möchte, aber nee, es lohnt sich nicht. Ich kann ja sonst gucken, ob es sonst die interessante Sachen gibt, die ich mir holen könnte. Heilen muss ich mich auf keinen Fall. Gargumon, bei dir müsste ich wahrscheinlich gucken, ne? Ja. Gargumon ist ja eher die Ausrüstung. Beziehungsweise ist immer die Ausrüstung. Was habe ich denn? Habe ich hier Lebenplug? Habe ich einiges? Lebenplug habe ich. Lebendisk, okay. Ist sehr irritierend, dass es Disk und Plug heißt. Lohnt sich das? Stärke und Verteidigung senken? Nee, ja nicht. Leiden im Kampf fahren. Warum habe ich die nicht? Halt die Energie. Die Energie-Disk müsste alles heilen, ne? Ja. Ich glaube schon. Werterplug, Auraplug. Ich glaube, ich hole mir mal die Energie-Disk einfach mal. Wir. Da ein bisschen vorbereitet sind. Ja. Dann, falls halt ein Gegner dann kommt, der uns dann wieder vergiften möchte, wie zum Beispiel Dokugumon, also das Spinnendings da, hat uns ja vergiftet und noch irgendeins konnte uns vergiften. War das Pharaomon, dieser Boss? Ich meine schon. Ich bin mir da jetzt aber auch gerade gar nicht mehr ganz so sicher. Ist ja auch schon ein Weilchen her. Und da kommt jetzt das Janmamon. Janmamon? Ne, Kiwimon, okay. Aber hier gibt's auch Janmamons. Ich war gerade so irritiert, weil Janma heißt ja auch das Pokémon und ich dachte mir, die heißen noch nicht so ähnlich, aber teilweise schon. Heißt das wirklich Janmamon? Ich bin wirklich selbst irritiert. Naja, wahrscheinlich wirklich. So, die Kitke haben wir auch schon. Die von wem und die Tretschuhe. Haben wir uns schon die Angel gemacht? Ich weiß das gerade gar nicht. Aber ich meine schon, weil der Angel kann man auch einiges machen. Items. Ich habe ein Spinnennetz. Das zeigt mir wahrscheinlich eher, dass ich nicht die Angel gemacht habe, oder? Doch, ich habe die Angelroute gemacht, okay. Okay, gut, alles klar. Ich hatte für einen Moment, oh, Spinnennetz, na, nee, da habe ich die Angel noch nicht, aber ich habe sie, dann ist ja alles gut, dann müssen wir den Weg nicht mehr so weit zurücklaufen. Haben wir hier eigentlich schon alle drin besiegt gehabt? Nee, haben wir noch nicht, oder? Weiß gerade gar nicht.
meine, kann man ja machen. Ich meine, die sind jetzt nicht mehr so schwer. Ich meine, hier ist ein Tamer, der hier in der Gegend rumsteht. Ich bin mir gerade auch nicht ganz so sicher, ob ich nochmal mit dem Argumon-Sucher da oben gesprochen habe. Ich glaube, jetzt ist eh zu spät, weil ich ein zu hohes Level habe mittlerweile für die. Weil die Agenten geben halt auch immer Aufgaben raus, aber immer nur an die richtige Stufe. Das heißt, wenn man schon zu weit ist, dann geben sie einem nicht mal den Auftrag. Ich meine, die sind so, ich glaube, Argumon und Gilmon vergeben den Auftrag, wenn die Digimon Stufe 29 bis 49 sind. Oder bis 59, bin mir nicht sicher, aber wir sind ja schon auf Leben Level 60. Und das ist auf jeden Fall zu hoch, bin ich mir gerade ziemlich sicher. Nee, da geht's nicht lang zu dem. Aber hier geht's lang. Da ist noch einer im Wald. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem schon gesprochen haben. Warum kämpfen wir? Egal wie viel ich nachdenke, keine Antwort. Es ist sinnlos, das schaffe ich nicht alleine. Okay, aber... Okay, haben wir schon mit dem gekämpft. Ich kann mich dann auch nicht mehr dran erinnern. Kann sein, dass ich das beim Nachspielen gemacht habe und da gar nicht drauf geachtet habe, ob wir das schon im Let's Play gemacht hatten. Aber der hatte, glaube ich, auch nur einen Woodmon und einen Vegimon, wenn ich mich gerade nicht irre. Und wunderbar, Rosamond ist einmal in ein Level aufgestiegen. Und davon brauchen wir jetzt nur noch 98. Und die letzten 30 werden, glaube ich, ziemlich hart bei Mega-Digimons. Wobei das unterschiedlich ist. Es gibt verschiedene Unterstufen von Mega-Digimons, je nachdem halt, wie weit fortgeschritten ist. Rosamond ist ein einfaches Mega-Digimon. Es ist relativ leicht noch zu leveln. Okay, jetzt sollte es funktionieren. Beep, beep. Bitte warten. Datenbestätigung. Blaue Karte nicht bestätigt. Was? Kontoregistrierung wird beendet. Und warum hat es jetzt nicht funktioniert? Was? Warum geht das nicht? Ich habe doch die blaue Karte. Ah, Mann, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ah, ich hab's. Was ist los? Das ist nicht die blaue Karte? Nicht, sondern... Das B ist eine 8. Das ist eine... Das ist eine 8 blaue Karte. Sie ist gefälscht. Ich wurde ja reingelegt. Böses Gimon. Deswegen wahrscheinlich auch das Tricky im Namen. Na, ja, den werden wir es aber heimzahlen. So richtig verprügeln werden wir das. Na okay, verprügeln vielleicht nicht. Aber ich wollte es gerne bekämpfen. Aber das geht leider nicht. Finde ich sehr schade. So, und das geht's aber noch schnell auf den Weg. Also, teilweise würde ich mir schon wünschen, es gibt hier sowas wie eine Art Schutz, wie bei Pokémon. Aber die gibt es nicht. Dafür gibt es nachher, glaube ich, noch einige Möglichkeiten, sich noch vorzubewegen. Aber nicht so, dass man halt immer kämpfen ausweichen kann. Auch die anderen beiden sind dann einfach nur schnellere Fortbewegungsmittel, kann man fast sagen. Ich will das noch nicht vorwegnehmen, was das genau ist. So, noch einmal das Gizamon kurz besiegen. Wunderbar. Gibt ja auch ein Digimon, das heißt Gazimon. Das habe ich anfangs immer, also vom Namen her immer vergessen mit Gizamon, also Gazimon. Also nur das I und das A ist wirklich vertauscht. Und das Gazimon ist eher so eine Art Hase? Ich meine schon, Gazimon müsste eine Art Hase sein. Also, böser Hase. Also, Gazimon ist ein böser Hase, wenn man es so sehen möchte. Da haben wir das Janmamon. Also, das ist wirklich Janmamon. Okay. Habe ich mich also nicht geirrt. Das ist sehr gut. Und es ist auch ohne Probleme direkt besiegt. Jetzt will ich aber meine böse, böse, blutrote Rache haben. Weil Gilmon ist ja blutrot. Das ist ein blutrot. Definitionssache, würde ich sagen. So, Gilmon war hier drin, ja. Gilmon, ich zahle es dir heim.
wo bist du, Gilmon? Natürlich ist er nicht mehr da. Er hat uns hereingelegt und ist direkt abgehauen. So eine feige... Ja, so ein feiger Dinosaurier. Ist ja keine Kuh. Sau eher. Ne? Sau. Willkommen in der Stadt des Winners, Cyro City. Nimm dir Zeit. Und du? Weißt du, wo es ist? Nein. Wissen die wirklich nicht, wo es hin ist? Ah, da ist Gilmon. So, Gilmon, jetzt gibt's Ärger. 8 laue Karte? Das ist aber nicht Tricky Gilmon. Ah, das ist ein Bluff von Trick Gilmon. Er ist gerade weggerannt. Er versteckt sich bestimmt irgendwo. Frag mal meinen Freund. Ja, welchen Freund denn? Soll ich jetzt wirklich wieder in die Stadt zurückrennen? Ja, oder? Ich weiß ja nicht, welcher Gilmon das ist. Ist das der aus dem Wald oder der aus der ersten Stadt? Oder ist das ein komplett anderes Gilmon? Das weiß man nicht. Ich gucke auf jeden Fall erstmal in der Waldgaststätte nach. Und ich würde mir immer noch wünschen, es gibt so eine Art... Hat das damals auch immer so viel nachgeladen vom Bild? Wahrscheinlich, weil wir uns einfach nur sehr viel schneller fortbewegen. Habe ich zumindest das Gefühl. Und ich meine, das Flüchten macht aus diesen Kämpfen wirklich gar keinen Sinn mehr, weil wir besiegen Gegner eh mit einem Schlag und nehmen dann wenigstens noch ein bisschen Erfahrungspunkte und ein bisschen Geld mit. Das ist besser als gar nichts. Und jedenfalls können wir auch nicht fliehen. Und da haben wir nochmal eine schöne Powerladung. Die ist auch sehr praktisch. Haben wir gerade gesehen, wir hatten gerade eben noch 84, jetzt haben wir 85 Powerladungen. Also 85 mal heilen. Eigentlich brauche ich die kleine Heilung von Angemon gar nicht mehr so dringend. Vor allem, da wir auch einen guten Vorrat momentan noch an Geld haben, aber der wird auch relativ schnell wieder schwinden, wenn man sich ein paar Karten kauft. Aber das habe ich nicht vor. Hier ist es auch nicht. Aber das weiß ich schon, weil ich das hier auch schon mehrfach an dieser Stelle gespielt habe. Es versteckt sich hier unten im Keller. Ganz hinten durch. Jetzt gibt's Ärger. Ups! Hast mich gefunden. Okay, ich gebe dir die echte blaue Karte. Das prüfe ich jetzt zuerst. Aber nicht im Status, sondern bei den Items hätte ich gucken müssen. Items. Bei wichtiger Items müsste es sein. Okay, jetzt müsste es die richtige blaue Karte sein. Gehe zur Oststation. Hehehe. Okay, vielleicht doch nicht. War nur ein Spaß. Nun funktioniert's. Ja, ich hoffe für dich, Gilmon. Sonst suche ich dich bis zu deinem Lebensende heim. Dann kämpfe ich dich wirklich. Das wird knapp. Aber das werden wir auf jeden Fall noch diese Folge machen. Und zwar die Gondel nutzen, um auf die andere Seite... Der Schlucht? Ist das eine Schlucht? Es müsste eine Schlucht gewesen sein. Ja, der Schlucht zu kommen. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ansonsten muss ich da nachher beim Editieren etwas genauer drauf achten. So. Jo, oh. Ohne einmal angefallen zu werden durch das gesamte Gebiet durch. Also durch die Karte zumindest. Schaffen wir es durch diese Karte, schaffen wir es nicht. Okay. Dann halt nicht. Kiwimon, jetzt wirst du daran glauben müssen. Aber immerhin, das hatte ich ja schon mal angesprochen, dass es hier die Digimons ja auch richtig schon... Sterben, kann man schon fast so sagen, beziehungsweise kann man so sagen. Aber hier ist es gar nicht so brutal, weil sich einfach nur in Daten auflösen und dann einfach an anderer Stelle wieder zusammengesetzt werden. Ich finde, das ist gut gelöst tatsächlich. Also, das ist eine gute Designentscheidung. Kann man sagen, das ist eine Designentscheidung. Es ist das komplette Franchise, ist das ja so gesehen. Aber ich denke, da hat man sich ein bisschen Gedanken hintergemacht gehabt, wie das genau ablaufen soll. Weil bei Pokémon ist das tatsächlich so,
dass Pokémon halt immer in Kämpfen besiegt werden, aber Pokémon können halt auch irgendwie sterben. Aber halt nur im Anime, ne? Das kann nur im Anime passieren, dass sie sterben. Und halt nicht in den Spielen. Oder stirbt irgendeins in den... Wobei, doch, tatsächlich im neuesten Ableger drohte ja ein Pokémon zu sterben, tatsächlich. Wobei, da ja auch noch... Da ist man ja sich jetzt auch noch nicht ganz sicher, zählt das wirklich noch als Pokémon oder ist das schon eher eine Ultrabestie gewesen? Da gibt's ja verschiedene Aussagen zu. Sowieso, wie sich das entwickelt, ist noch interessant zu beobachten. Aber jetzt fahren wir erstmal mit der Gondel, so. Und wieder zurück zum Spiel. Toll, jetzt komme ich rein. Ja, erst warten. Beep, beep, bitte warten. Datenbestätigung. Hat funktioniert. Jetzt kann ich in den Südsektor. Schön. Bam, badam, badam. Noch langsamer. Okay, das wird dann übersprungen. Tiefer Graben ist ja fast eine Schlucht. Na, mittendrin stehen bleiben. Ist das schon wieder irgendein Trick von Gilmon gewesen? Was ist denn jetzt los? Es ist ja meine Stimme. Alarm, Alarm. Aus Sicherheitsgründen halten wir kurz an. Ein Erdbeben. Hat das denn sicher anzuhalten? So im Nichts. Ah, der hat vorher schon erkannt, das Geröll wird vor uns herunterkommen. Bam, 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 bam. Das ist ein großer Klotz. Was zum... Ist das ein Digimon? Ich wäre jetzt nicht direkt darauf gekommen, dass es ein Digimon wäre, aber tatsächlich ist es ein Digimon. Ein fetter Maulwurfkasten mit Maschinenarm. Und es ist ein Bosskampf. Bulbamon. Welches schneller ist als unser Rosemon auf jeden Fall. Ich wusste eigentlich, dass der Kampf kommt. Ich frage mich gerade, warum ich vorher nicht meinen Digimon ausgewechselt habe. Rosemon ist eigentlich gar nicht so schlecht. Könnte ich schon ein paar Attacken, aber kann ich halt noch nicht. Deswegen hole ich mal Metal Greymon rein. Denn das kann ein paar starke Attacken und sollte dem Bulbmon ordentlich zusetzen können. Nein, okay, was? Okay, es kann was? Okay, Bulbmon, ja. Hätte man drauf kommen, dass das Wasser ist? Okay, ist eher eine Maschine. Okay. Also doch Wasser. Aber, ja, jetzt bin ich wieder Pokémon. Pokémon Feuer gegen Stahl ist eigentlich immer sehr effektiv, aber ich weiß halt nicht, wie es hier ist. Ich setze mal die Flammenlanze ein. Bei dem Flammenstrahl. Ich weiß nicht genau, wie man es übersetzen soll. 308 Schaden, das ist guter Schaden, wie ich finde, zumindest im Vergleich. Oder? Ja, also im Vergleich ist der Schaden sehr gut. So, direkt nochmal eine Flammenlanze. Und ja, den blockt er ab. Wow. Ah, oh, ich bin schnell genug, nochmal anzugreifen zu dürfen. Nochmal angreifen zu dürfen. Das ist sehr praktisch. Mache ich mal das Dreifachfeuer. Ich weiß gar nicht, ob das mehr Schaden macht, weil es sind ja so gesehen drei Angriffe hintereinander. Nee, der war schwächer. Okay. Da kommt jetzt die Wasserpumpe und... Und da! Ja, easy. Das stecke ich locker weg. Oder mein Digimon besser. Nochmal eine Flammenlanze. Die besiegt dich noch nicht ganz. Aber, so willst man... Okay. Nee. Ja, sollte jetzt normaler Angriff reichen, oder? Los, Kotemon! Null Schaden. Genau, weil... Deswegen hatte ich gerade gewundert, weil das Bulbmon flieht halt aus dem Kampf, wenn die KP nach unten sinken. Also in den roten Bereich, glaube ich, gehen. Und, ja. Jetzt klotzt es sich weg. Oder würfelt sich weg, so gesehen. Mist! Jetzt ist sie weg. Ist sie weg?
war das ein Sie? Vielen Dank fürs Warten. Der Gondelbetrieb wird wieder aufgenommen. Ja, es geht weiter. Am besten festhalten. Aber den Rest sehen wir nicht der Fahrt. Okay. Jetzt sind wir in der Südstation angekommen. Was war das nur für ein Digimon? Ist eine sehr gute Frage. Aber welches Digimon das war, das werden wir erst in einer zukünftigen Folge herausfinden, denn ich verabschiede mich für heute und wünsche euch noch einen guten Abend, eine gute Nacht oder einen schönen Tag, je nachdem wann ihr es schaut, und sage bis zum nächsten Mal, euer Enogard. Ciao.